Wolfgang Amadeus Mozarts Dramma Giocoso, Così fan tutte, komplettiert die Trias der drei sogenannten Da Ponte-Opern, die der Komponist jeweils auf Libretti von Lorenzo Da Ponte schrieb. Auf die Hochzeit des Figaro und Don Giovanni folgte das heitere Kammerspiel für 6 Sänger, Chor und Orchester, entstanden im Auftrag des Wiener Kaisers Joseph II. Für das Wiener Burgtheater. Dort feierte Così fan tutte am 26. Januar 1790, einen Tag vor Mozarts 34. Geburtstag, ihre Uraufführung. Ja, worum es in dem Stück geht, ist eigentlich sehr leicht und sehr banal. Zwei junge Männer behaupten, dass ihre Frauen ihnen keinesfalls untreu werden, also die Frauen, die sie lieben. Ein älterer Mann mit Lebenserfahrung sagt, naja, wenn ihr euch da nur nicht täuscht. Es wird ein Experiment in diese Richtung gestartet und natürlich beweist sich, Gefühle sind manipulierbar, der Mensch ist Verführungen, Versuchungen ausgesetzt. Wir wissen heute, dass Lorenzo da Ponte, der Librettist von Così fan tutte, das Stück eigentlich für den Komponisten Antonio Salieri konzipiert hatte und gar nicht erst für Mozart. Da Ponte hat in dieses Stück seinen ganzen Wissensschatz reingesteckt. Es sind Motive von Ariosto, Ovid, Marivaux, Shakespeare da drin enthalten. Aber die Inspirationsquelle war wahrscheinlich eine ziemlich zeitaktuelle Affäre, die sich in Paris zugetragen hat und die Salieri, eben als der Komponist, hautnah miterlebt hat. Ursprünglich sollte das Stück einmal La Scuola degli Amanti heißen, die Schule der Liebhaber. Der letztendliche Titel Così fan tutte, zu Deutsch So machen's alle Frauen, bezieht sich auf ein Zitat aus Mozarts und da Pontes Hochzeit des Figaro, wo der intrigante Musiklehrer Don Basilio eben diesen Spruch in aller Ernsthaftigkeit angesichts des dortigen amourösen Spiels von sich gibt. Dort bleibt er unwidersprochen. Und das wollten Mozart und da Ponte wohl nicht so stehen lassen. Er ist Don Alfonso, der Philosoph. Er hat seine Erfahrung gemacht mit den Frauen und es ist eher eine Lebensweisheit, die er da zum Besten gibt. Und er möchte einfach die jungen Männer vor großen Enttäuschungen bewahren. Und ihnen sozusagen spielerisch zeigen, wie das Leben so laufen kann. Guglielmo ist ein sehr stolzer junger Mann, der sehr überzeugt ist von sich selber und dass eben seine Freundin ihm absolut treu ist. Und als verkleideter junger Edelmann aus Albanien ist er vielleicht draufgängerischer, da lebt er mal alles aus, was er vielleicht als Guglielmo gar nicht ausleben kann. Dorabella und Fiordilice kommen aus Ferrara und die Geschichte findet in Napoli statt. Und mir persönlich gefällt an die beiden Schwestern, dass sie im ersten Teil des Stückes sehr ähnlich wirken, wie zwei Zwillinge. Die haben ähnliche Charaktere. Man kann nicht wirklich sagen, wer ist Dorabella und wer ist Fiordilice. Die sind gleich. Und dann erst, wenn schon die neue Liebe kommt oder Liebe, erst dann versteht man, dass die Fiordilice viel ernster und tiefer ist als Dorabella, die eher so lustig ist. Ja.
Das Stück ist eine bissige Satire. Das Stück ist auch ein Theater nicht nur über Personen aus Fleisch und Blut. Mozarts Musik wendet sich an Menschen aus Fleisch und Blut und beschwört Gefühle, die realer sind als oft die, die wir schon im Privatleben, also sie sind bigger than life, die Gefühle, die Mozart mit seiner Musik in uns erzeugt. Das heißt aber nicht, dass das leibhaftige Menschen auf der Bühne sind. Das sind in vieler Hinsicht, ist Così fan tutte ein mathematisch abgezirkeltes Spiel, und die Figuren auf der Bühne existieren überhaupt nur, solange sie auf der Bühne sind. Mozart und da Ponte zeigen uns in dieser Oper, dass es vielleicht sogar viel gefährlicher ist zu lieben, als wir das wahrhaben wollen. Sie zeigen uns, dass wir unserem eigenen Lieben und unseren Leidenschaften viel schutzloser ausgeliefert sind, als wir uns das für gewöhnlich vornehmen. Ich meine, dass Mozarts Musik und Mozarts Theaterverständnis und auch Verständnis des Lebens nach vorne drängt. Ich glaube nicht, dass das Stück von der völligen Zerstörung der Seelen, sondern eher von der Unzerstörbarkeit unseres Liebesbedürfnisses handelt. Und dass die Idee dahinter ist, dass diese jungen Menschen jetzt sehr wohl ein Glück finden können, weil sie etwas über sich selbst, über den anderen, über das Menschsein und auch über die eigenen Schwächen gelernt haben. Und ohne die Schwächen und Fehlerquellen der eigenen Existenz zu kennen, ist das Leben natürlich schwer zu bewältigen. Die Herausforderung dieser Rolle ist, dass man gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber im selben Abend Komödie und Drama spielen muss. Das Spezielle an Mozart ist, dass man die Stimme, glaube ich, sehr flexibel halten muss. Es braucht schon auch die Attacke und die Fortetöne, aber man muss immer wieder in eine schlanke Stimme zurückgehen, sonst kommt man eigentlich nicht durch die Arie durch. Als Dirigent muss man sich dieser Musik mit viel Liebe, mit viel Vorsicht auch nähern. Es ist eine sehr zerbrechliche Musik, eine Musik, die unglaublich viele verschiedene Facetten zeigt. Und dies herauszuarbeiten, auch den Mut zu haben, die Sänger dazu anzuleiten, wirklich in die Extreme zu gehen, das ist die große Herausforderung bei dieser Musik. In unserer Inszenierung muss man es unbedingt gesehen haben, weil wir mit einer großen Leichtigkeit an das Thema herangehen. Also wir betonen nicht das Tragische des Treuebruchs, sondern wir fokussieren uns sehr stark auf das, sagen wir mal, menschlich allzu menschliche dieser Problematik. Und ich denke, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin kann beim Verlassen des Theaters mehr auch über sich selbst gelernt haben. Und man kann erkennen, dass man eigentlich selbst dargestellt wurde auf der Bühne. Das hat alle Qualitäten eines Es war einmal, und dieses Es war einmal führt jetzt zwar nicht in eine Märchenhandlung, aber in eine Handlung, die in einer Zeitlosigkeit auf alle gesellschaftlichen Verhältnisse übertragbar ist.